Einen wunderschönen guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Mein Name ist Charlie Roberta. Ich werde heute durch den Abend führen und ich habe ein paar Bitten an Sie. Wir beginnen gleich, aber vorher brauche ich Ihre Unterstützung. Denn hier werden Sie gleich jede Menge Leute sehen auf der Bühne, sind die wahren Helden, die tun wirklich gute Sachen. Die sind richtig gut drauf, haben tolle Ideen und eine Power, davon träumen die meisten von uns. Blöderweise kennen wir die nicht und deswegen Leute, die man nicht kennt, guckt man normalerweise immer so, ja, so wie Sie jetzt gerade so, und sagt, was erzählt der Typ mir da? Und deswegen bitte ich euch, wenn jetzt Leute auf die Bühne kommen, die ihr nicht kennt, wo ihr Geschichten hören werdet, tolle Geschichten, bitte helft den Leuten. Gebt ihnen etwas Liebe. Wenn sie auf die Bühne kommen, brauchen sie was. Das ist wie so wie in Hawaii. Die brauchen so eine Welle, worauf man surfen kann. Ich kann auch hier stehen und kann mit euch reden. Ich sehe den skeptischen Blick von Martin Bachmann, sagt, was der Scherne jetzt erzählt. Und Patricia Riegel sagt, ja, ich verstehe, was er meint. Ich kann das, ihr habt hier alle so eine kleine Anzeige hier oben drauf. Ich will damit nur sagen, ich brauche eure Hilfe. Das ist wie bei, ihr wisst doch, wieder Physik. Einstein hat es gesagt, 9. Klasse haben wir es gelernt. Energie geht nie verloren. Hier kommt was rüber. Und wenn da von euch nichts zurückkommt, dann kann hier oben auch echt nichts passieren. Deswegen seid ihr Teil. Hier ist die Tribute to Bambi-Familie. Ihr müsst etwas tun. Ohne euch geht das nicht. Das müsst ihr mir jetzt versprechen. Vielen herzlichen Dank. Also ich merke, die linke Seite, die hat das sehr, sehr gut verstanden. Hier in der Mitte war es okay und ihr recht habt es gar nicht verstanden. Kann ich mal kurz von eurer Seite? Okay. Kann ich mal euch in der Mitte? Auch nicht schlecht. Und jetzt, meine Helden hier auf der rechten Seite, gebt alles. Good. Aber ihr seid die Größten. Jetzt gibt es noch eine zweite Sache, die macht es sehr schwer, weil wir zeichnen das ja auf, hier gibt es Kameras. Es wäre unheimlich gut, wenn ihr klatscht, richtig laut seid und dabei auch noch gewinnend lächelt. Zwei Sachen auf einmal. Ich weiß. Aber heute in der Mediengesellschaft muss das einfach sein. Ich helfe euch. Stellt ihr euch vor, ich bin Ryan Gosling mit dem Gesicht von... Ja, also das Lächeln will ich haben die ganze Zeit, das wäre super. Also Ryan Gosling mit dem Gesicht von Denzel Washington und dem Oberarm von Schwarzenegger mit dem Gehirn von Einstein. Stellt euch das vor und gebt mir alles. Ja. Ja, gut, das freut mich. Dankeschön. Da wir hier bei der Tribute to Bambi Familie, nicht eine Veranstaltung wie jede andere auch, kennen wir uns ja alle mehr oder weniger. Ich bitte, bevor wir anfangen, steht doch mal alle kurz auf. Komm, steht mal alle auf. Und jetzt möchte ich gerne, dass die erste Reihe zur zweiten Reihe sich umdreht, die dritte zur vierten und so weiter. Stellt euch kurz vor, sagt, wer ihr seid. Ihr habt 30 Sekunden dafür Zeit. Ja, stellt euch vor, wir sind eine Familie. Ja, ihr habt noch 12 Sekunden. Visitenkarten könnt ihr austauschen, ja. Wunderbar. So, das reicht langsam. Bitte da hinten die Stehgruppe langsam auflösen. Wir würden gerne mit der Show beginnen. Ich verstehe ja, man lernt hier eine Menge Leute kennen, aber danach gibt es noch die Aftershow-Party, danach kann man noch viel miteinander reden und sich auch kennenlernen. Okay, soweit alles klar. Also, ich werde jetzt wieder rausgehen. Ich werde dann wieder reinkommen. Wenn ich reinkomme, werdet ihr total überrascht sein, mich zu sehen. Und ihr werdet euch alle freuen. Und weil ihr überrascht und nicht freut und ihr müsst immer an Ryan Gosling denken, gibt es von euch einen Killer-Applaus, okay? Gut. Habe ich es auch von Ihnen? Sie sehen sehr skeptisch aus. Dankeschön.
Bis gleich.